Jetzt das BB-Radio-Witze-Duell. Wer zuerst lacht, ist am schwächsten. Jetzt kommen die Regeln, meine Damen und Herren. Von und mit Schiedsrichterin Clara Himmel, sie ist hochkonzentriert. Schiedsrichterin zu besorgt sein. Sich gerade die Stoppuhr und die Trillerpfeife, also alles, was wir brauchen hier. Die Tröte. Genau. Aktueller Stand im BB-Radio-Witze-Duell, dann immer mittwochs treten Alex und Mikey gegeneinander an. 11-8 für Mikey. Für wen nochmal? Hab ich nicht gehört. Für unseren Monchichi. Hab ein Problem mit den Ohren heute Morgen. Natürlich haben auch beide heute Morgen wieder jeweils 45 Sekunden Zeit, den anderen zum Lachen zu bringen. Ich freue mich drauf. Seid ihr startklar? Wer fängt denn an? Ja, wir sind startklar. Immer der fragt. Alex, kannst du mir die Tröte vielleicht noch übergeben? Die hast du da irgendwie vereinnahmt bei dir auf dem Platz. Jede Woche mache ich den gleichen Fehler, ey. Es ist nicht zu fassen. Okay. So. Also ich fange an. Na und los. Kommt ein Pferd in den Blumenladen und fragt, haben Sie auch Margeriten? Jetzt kommt's, der Killer, pass auf. Was bestellt ein Maulwurf im Restaurant? So ganz klar, ein Drei-Gänge-Menü. Treffen sich zwei Magneten, fragt der eine. Und wie geht's? Der andere, ganz gut. Ich weiß noch nicht, was ich heute anziehen soll. Okay, ich war beim Maulwurf schon fertig. Da musste ich eigentlich schon lachen. Den fand ich auch so niedlich. Der ist niedlich, ja. Oder? Diese Tierwitze, die kriegen mich auch jedes Mal irgendwie. Du bist halt ein Tierliebhaber. Anscheinend. 18 Sekunden. Da war ich mal heute gut unterwegs. Warte mal, wo mache ich denn hier, dass man dich auch sehen kann? So. Mich? Ja, ich muss dich aber Insta zeigen. Ja, hallo, liebe Insta-Freunde. Wir sind ja auch live jetzt auf Instagram und Facebook und so, ne? Bin ich bescheuert, Mikey? Ich mach besser Gulasch. Kannst du mir mal die Stoppuhr irgendwie zurückstellen? Das geht ja heute irgendwas. Alter, hier nur Amateure hier heute am Start. Es ist echt nicht zu fassen, ey. Nee, kann ich nicht. Die nachfolgenden Sendungen können sich verschieben. Gut. Clara kriegt die Stoppuhr nicht gebacken, aber gut. Ich sag auf die Plätze, fertig, Mikey, los. Okay, kleines Wortspiel, pass auf. Die Tat eines Inders ist in der Tat eine Indertat, die ein Inder tat. Verstehst du? Fand ich lustig. Pass auf, jetzt aufpassen. Was haben eine verbrannte Pizza, ein gefrorenes Bier und eine schwangere Frau gemeinsam? Da hat einer das Ding zu spät rausgenommen. Ein Vater. Ach, ich werde nie die ersten Worte meines Sohns vergessen. Papa, wo warst du die letzten 16 Jahre? Ich verstehe nicht, warum meine Pflanzen immer vertrocknen. Jochen, 54, steht auf dem Schlauch. Ich habe heute ja mit allen Mitteln gearbeitet. Ich hoffe, es hat diesmal gereicht. 31 Sekunden. Ja, das war klar. Damit 11-9. Geht doch mal die Sonne auf, liebe Freunde. Das BB-Radio-Witze-Duell.